So, Freunde, willkommen zu Part 31 von Let's Play Pokémon Gold. Ja, im letzten Part hatten wir ein bisschen auf Shifting gestiegen. Und jetzt, so. Schauen wir mal, was sich sonst noch so bewegt. Schauen wir mal, ob noch jemand dabei ist, der sich Zerschneider erlernen kann. So, danach VM. Nö, noch nicht, außer Impagator. Aber Impagator kriegt keine VM mehr drauf, weil es bereits zum Steeler-Moveset. Hier ist die Arena, ist noch jemand da, müssen wir uns noch, warten und Tee trinken. Da könnte ich mir ein Item einsacken. Besiege alle 6 Trainer und du hättest einen wunderbaren Preis. Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Ich glaube nicht, dass ich Zeug dazu habe, sondern ich weiß, dass ich Zeug dazu habe. Don't think I can, I know I can. Zitat: Teen Gohan aus Dragon Ball in Englisch. So, der Dragonier erreicht Level 48. Und wir haben gleich mal eine Doppelentwicklung, meine Freunde. Wow, gut gemacht. 1120, ein Teil nach Hause und das männliche Nidoran entwickelt sich. Dein männliches Nidoran wird zu Nidorino. Hey, Nidorino entwickelt sich. Dein Nidorino wurde zu Nidoking. Somit haben wir eine Doppelentwicklung hingelegt. Ich hoffe, es kann Zerschneider erlernen. Wenn nicht, muss ich dann echt gleich tauschen. Ja, wir müssen gleich danach tauschen, weil Impagator werde ich dafür nicht hernehmen. Ich bin die Nummer 2! Jetzt wird's ernst! Ja, sind halt eben bloß umgezogen. Eine Herausforderung von Gyrogrena. Fängt gleich mit dem Knuddelhof an. Boah, wow, so eine Kaskade tut weh. Wer muss nach vorne? Impagator muss gleich nach vorne. Die Rudi hat 346 Punkte und ein Grambull. Wir haben bis jetzt noch nicht viel entwickelt, aber... hier zusammengeschustert. So, eine Paralyse, das war klar. Und versucht einen auf Charmeur zu machen. Was bei dem Kollegen, was bei dem Dragoran nichts sieht. EP. Evoli levelt nach auf Level 24. Gyrogrena wurde besiegt. Wie konnte ich nur verlieren? 18, 16, Teil nach Hause.
Ich bin die Nummer 3. Das wird nicht leicht. Glaube ich dir, dass du mir das Leben nicht schwer machst. Mit Tangela hat er zwar einen Typ Vorteil, aber ich hatte Nice. Er hat zwar die Priorität, aber immer noch den Schlitzer. Denn der ersten Generation auf Initiative funktioniert hat, das heißt, je schneller, desto höher die Volltrefferquote. Was wurde sie ungefähr angeglichen haben, diesen Prozentsatz. Fast im Bagator ist nachgezogen, Level 48. Und der Konrad wurde besiegt. Oh, vermöbelt! Weit über 2000. Der vierte, ist er müde? Nö. Adriane, schick du Flor. Ja, süßen Eishieb. Fast Level 25. Natürlich wird jetzt die Frage kommen, warum ich die zwei Orden noch nicht gemacht habe. Erstmal machen wir mal alles andere um und dann können wir schön durchmarschieren. Das heißt, erstmal das Problem beim Kraftwerk lösen. Stalaxo, was ihr noch im letzten Part gesehen habt, fangen. Und dann können wir uns ganz gechillt um die Orden kümmern. So, und Göre Adriane wurde besiegt. Auch ich habe verloren. 1488 und dann nach Hause. Okay, Nummer 5. Ich zermalme dich. Wovon träumst du nachts, Meister? Kämmer Ansa. Anska oder irgendwie so. In Sonne und Mond gibt's auch eine Anspielung an die Nuggetbrücke. Und scheint der Veteran, der die veranstaltet hat, ein ehemaliger Rocket-Rüffel zu sein. Also, mit der Anspielung spielt die sicher. Nach Rot-Blau-Gelb. Uff, zu stark. 1960 und ein Teil nach Hause. Spielt sogar 10, 12 Jahre danach. Ich bin die Letzte, aber ich sage dir, ich bin eine harte Nuss. Sagen alle. Das behaupten alle von sich. Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, dann nutzen wir sie gleich zum Evoli trainieren. Evoli erreicht Level 26. Gleich weiter mit der Icy Party. Attacke ist sehr effektiv. Parasit wurde besiegt. 438 kriegen beide. Und Göre Franziska wurde besiegt. Du machst Witze! Nö. Es wächst und gedeiht. Ich habe mit den sechs Trainern nichts zu tun. Ich habe ja auf dich gewartet, um dich zu besiegen. Da du nach den vielen Kämpfen müde sein musst.
Vater, na 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 na, nie so, du kleiner Drecksack. Das meint er, dass ich dann müde bin, aber ganz ehrlich, ein Surfer, das bin ich. Ich hoffe, Evoli wird jetzt nicht auf den ausgenockt. Dann machen wir lieber einen Safe Switch in Nidoking. Wenn wir schon mal dabei haben. Nidoking habe ich nicht umsonst geopfert. Und Impagato tut das, was es am besten kann. So, Strebatilo wurde besiegt. Bist du nicht müde? 2304 und ein Teil nach Hause. So, holen wir uns mal 5000 gratis. Du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast. Dennoch hast du gewonnen. Versprochen, hier ist der Preis. So, kriegt man Nugget. Nugget und Itemkunst, nachdem ich gesehen habe, wie du kämpfst, möchte ich sehen, wie es mir geht. Wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus. Boah, fängt gleich mal an mit dem Rihorn. Hat zwar eine Type Advantage, aber eine gesamte Typenschwäche, wie es aussieht. Wenn man es zusammenlegt, hat er mal 3. 2, 4, 6 und eins seiner Pokémon teilt den ganzen Schaden nochmal durch 2. Und genau der Kollege teilt den Schaden nochmal durch 2. Weil nämlich da ist noch was mit, war 2 dabei. Oder mal 8 oder mal 4 oder irgendwas so in die Richtung rechnet man es dann. Im Gesamtdurchschnitt, keine Ahnung, wie man es jetzt nochmal rechnet. Das ist das Mal, aber ich glaube eher schon mal, ja. Also mal 8 durch 2 sind mal 4. So, Evoli hat nebenbei ein Level-Up gemacht, der Ast-Trainer wurde besiegt. Das war der beste Kampf meines Lebens. 3360, ein Teil nach Hause und Evoli. Der Kampf war großartig. Du und deine Pokémon sind ein perfektes Team. Nö, möchte ich nicht. So, hier ist der Weg frei gemacht. Da werden wir unser Radika noch mal brauchen. Dann ist das Spiel gesichert. Oh, dann müssen wir echt noch mal tauschen. Haben wir den Part immer so weit geschafft, dass wir... aber auch glatt für noch eine Evolution nutzen. So, Paraselenzer Schneider. Okay.
nehmen. Leben. Perfekt. Ob Relaxe jetzt vorletzter Member wird, das weiß ich noch nicht. Aber eher ja. Wäre doch ein super Battle. Relaxo gegen Relaxo. So, ich kann hier einen Zerschneider einsetzen. Ja, ich werde einsetzen. Die Leute sollen ihren Müll nicht hier liegen lassen. Ja, das klingt wie so eine Quizfrage. Peter T. aus Schweden. Die in die Schule gehen sollte, anstatt zu schwänzen. Aber naja. Zum Aufnahmezeitpunkt ist es aber generell nicht möglich, weil alle Schulen aufgrund dieses Covid-19-Virus zu sind. Zum Aufnahmezeitpunkt. Und da war ja auch noch was da. Denn mit Abstands- und Ausgangsbeschränkungen solche Geschichten. Boah, Paras weg schnell. Den Kollegen glatt umgeholzt. Paras erreicht Level 10. Und Picknicker Kerstin wurde besiegt. Oh, ich hab verloren. 1360 und ein Teil ab auf Heme. Ich möchte den Festtunnel erforschen. Jetzt, wo es dieser NPC anspricht. Zum Jagen im Felstunnel sollten wir auch noch mal kurz rein. Gut, wenn wir schon mal in der Gegend sind. Wenn wir dann, bevor wir uns alles schnappen, noch mal in den Felstunnel reingucken. So, Parasarex Level 11. Ich hätte auch gedacht, mit 31 Parts wäre ich immer noch in Johto. Das sage ich euch offen und ehrlich. Passt, Paras erreicht Level 12. Kämpfer Stefan wurde besiegt. Boah, Vorsicht! 1240 und keine Hause. Wenn sie kommt, dann kommt sie vom Silberberg. Der Silberberg ist in Johto, oder? Nach Johto müssen wir eh nochmal, also da gibt's ja eh nochmal Versus. Da haben wir eh nochmal ein hartes Versus vor uns. Erreicht Level 49. Paras erreicht Level 13 und lernt Giftpuder. So, Gearock das zweite. Weil Wanderer haben eigentlich immer so gesteinerte Bogen-Pokémon dabei. Die Kleinsteine und Konsorten, Onyx und Konsorten. Also alles, was so mit Gestein und Boden zu tun hat. Nur wieder auch mal Kampf-Pokémon. Alles, was eben auf Härte und Ausdauer schließen lässt. So, Parasarek Level 15. Ich war zu sehr mit Singen beschäftigt. Ah, Dea schon wieder. Guten Abend, Chris, hier ist Dea. Machst du noch auf? Bitte kämpfen, diesmal werde ich gewinnen. Ich warte auf dich in der Route 26. Such mich, okay, bye bye. Ja, Rematch kriegt sie auch noch. Das war ein Mistblick. War doppelt und dreifacher.
Gut, dass wir sie noch jemanden beigebracht haben, die VM Blitz. Hätte sogar Ho oder Ampharos lernen können. Wobei Ampharos kriegt sie am Ende eh nochmal aufgelegt. Warst du schon beim Picknicken? Es macht großen Spaß! Das letzte Mal mit der Berufsschule. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Wann seid ihr? Aber da war ich auch noch wieder. Und in der Lehre. So, Kampfprogramm wurde ausgeschaltet. Und schau, boah, jetzt. Jetzt müssen wir austauschen. Paras erreicht Level 16. Oh, 1280 und ein Teil nach Hause. Dann schauen wir noch kurz in den Felstunnel rein, weil wir es können. Einen macht sie wieder fit, jawohl, immer gern. Ich weiß, dass du meine Pokémon dafür brauchst. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit, kommen jetzt ja wieder vorbei. Gottes Zappenduster, aber gut, dass wir dich dabei haben. Oh, nochmal Geld. Passt. Hier besteht jetzt die Chance auf Tragosso und Kangama. Letzteres ist sau selten anzufinden. Aber wenn man es mal hat, hat man es. Und seine Mega-Entwicklung hat's. Passt, Eisen, kann ich Evoli geben? Zuneigung und solche Geschichten? Dann wird eins von den Aras nach Paroxiana. Ein Tragosso auf Level 12. Die Geschichte dahinter ist schon ein bisschen traurig. Den Meisterball hebe ich mir auf. Ja, hier können Pokémon wiederum auch fliegen. Oh, jetzt müssen wir einen kurzen Blick rein im Felstunnel. Kann ja nicht schaffen. Natürlich darf das Coverlegi nicht fehlen. Wo ich möchte den Surfer einsetzen? Ja, möchte ich. Ein Goldini. Aber schon. Sieht man nämlich am Pokéball-Symbol oben, was seit der zweiten auch ist, als Beweis, dass man es schon hat. In der ersten gab es es noch nicht. Die besser Kraft hat eingebrochen. Was geschieht noch mit dieser Welt?
Das werde ich ihm nie verzeihen! Wer wagt es, meinen Generator zu demolieren? Ich habe so lange daran gearbeitet. Wenn ich den erwische, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Der Magnetzug verbraucht viel Energie, ohne neuen Generator fährt er nicht. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend zugleich. Alarm! Alarm! Ich habe Nachricht aus Azuria City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Klopp! Den klatsche ich mal hinweg. Für den Tag sonst nichts anderes. Hab sonst den Tag nichts zu tun. Außer ein paar Leute wegklatschen. Ups! Tut mir very sorry, du mich verletzt, okay? Ich bin very busy. Habe no time to talk. Nicht so gut. Wenn du haben mich gesehen. Oh no! Yes, du hast seen me? Ich habe gemacht, große Fehler. Hey, du hast vergessen, dass du mich haben gesehen, okay? Und nicht gesehen. Nicht zu hören. Tschüssi, Kleiner. Und tschüss. Fast. Hammer. So ein Idiot. Versenkt einfach eine Spule im Wasser. Hey Kleiner, ich sein Team von Team Rocket. Sein aus fremdem Land, Trainer 1, ich sein. Ihr glaubt, wenn nichts Energie mehr machen, die Panik bei Leute. Geheim meinen Auftrag sein, ich dir nichts verrate. Doch wenn mich besiegen, ich sein lieb und ihr verrate Geheimnis. Du Kind kämpfen lass uns. Und genau den Trainer, den wir jetzt klatschen, sieht man in der 5. Generation. In der 7. Stadt. Einfach gesagt, er hat sich dann vom Verbrecherdasein abgewendet und sich zur Ruhe gesetzt und schön dann Spaß gehabt und eine Familie gegründet. Von der 46 GP. Paras erreicht Level 17. Und der Rocket Rüppel wurde geklatscht. Nein, ich glaube nicht ganz. Du darfst sehr so sein, ich bin die Gegner für dich. 1200 und deine Hause. Okay, dir verrate mein Geheimnis. Wurde gestohlen von mir, versteckt in Arena zerrissen. Die Wasser sein gut drin steckt. Ich miete von Ort Arena. Gut, du mich nicht vergessen. Besiege dir wird Team Rocket tun. Werden kommen aus Jotto mein Freunde. Ja, ich kenn die Leppen tun. Hä? Jo, ich wegklatscht auf. Was du sagen, Team Rocket nichts mehr gibt? Kaputt gemacht, du sagen. Erwatschen links, erwatschen rechts und dann oben dran hinterher. Oh nein, ich tun jetzt was? Oh. Und so schnell ist der nach einer verschwunden. Und da es nur ein Rüppel war, ist der fällt in der internationalen Polizei nicht so groß auf. So, Freunde. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen. Ihr könnt ja gerne Bewertung da lassen, kommentieren. Dann natürlich auch noch, falls ihr es noch nicht getan habt, abonnieren. Video teilen, Social Media Stuff auschecken, Facebook, Twitter. Twitch, da bin ich am Streamen. Könnt ihr mich auch immer gerne unterstützen. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao!